Hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier aus meiner Hängematte aus Bali. Wir haben in Deutschland, glaube ich, jetzt späten Vormittag. Ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer du gerade zugeschaltet bist und zuschaust. Bin gerade so in Vorfreude, denn ich glaube, die meisten Seminarteilnehmer, die meisten Retreat-Teilnehmer, die sind heute im Laufe des Tages dann noch angereist. Drei habe ich bislang erst kennengelernt und den Rest werde ich dann heute Abend beim Abendessen treffen und ich freue mich so sehr, ja, alle endlich mal in den Arm nehmen zu dürfen, drücken zu können und hier begrüßen zu dürfen. Eine Familie reist, glaube ich, morgen erst noch an, aber ansonsten sind, glaube ich, inzwischen soweit alle da. Genau, und dann am Montag geht's los, da werden wir 5 intensive Tage miteinander verbringen. Und ich freue mich so sehr schon bei den Teilnehmern, dass da so vieles wie Schuppen von den Augen fällt, dass ihnen so vieles bewusst wird, dass sie so vieles loslassen können, was sie bislang noch daran hindert, in ihre wahre Kraft und Stärke zu gehen und sich von Glaubenssätzen und Prägungen und Themen einfach lösen können und ja, ihre wahre Größe wirklich mal annehmen können. Genau. Worauf ich aber eigentlich jetzt hier eingehen wollte. Ich bin gestern Abend noch gefragt worden, wie ich denn so mit dem Thema Weltfrieden umgehe oder ja, USA war kurz ein Thema. Also ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche politischen Dinge eingehen. Politik ist überhaupt nicht mein Ding. Ich halte mich da sowas von fern. Sag mal so schön, auch wenn ich keinen Hut anhabe, aber ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Ich schaue ja auch keine Nachrichten, kein Fernsehen, gar nichts in der Richtung. Höre auch keine Nachrichten, lese keine Zeitung. Jetzt könntest du meinen, ich bin da ein bisschen hinterwäldlerisch unterwegs. Dem ist aber nicht so. Ich kriege trotzdem natürlich irgendwo, irgendwie immer irgendwelche Dinge mit, was so in der Welt geschieht. Aber ich gehe damit überhaupt nicht mehr in Resonanz. Bei mir hat das angefangen bei den Geschehnissen 9. September, 11. September, Entschuldigung, wo ich damals bei einer Familie war, deren Tochter in New York eben auch unterwegs war und sie verzweifelt versuchten, ihre Tochter zu erreichen. Und ich habe so gemerkt, wie Ängste in mir hochkommen, wie ich so sehr damit in Resonanz gegangen bin, wie es mir überhaupt nicht gut beiging. Und damals hatte ich so für mich die Entscheidung getroffen, ich höre auf, Nachrichten zu hören. Ich höre auf, mich mit diesen negativen Dingen da einfach mein Gehirn zu füttern. Und das habe ich dann auch bis heute durchgezogen, im Nachhinein dann einfach auch eigentlich erst erfahren, was das alles mit uns macht, was das mit unserem Mindset, mit unserem Kopf macht, wenn wir uns regelmäßig dann Nachrichten, ich sag's jetzt mal wirklich so, reinziehen. In welche Gemütslage wir uns da schaffen selbst. Und ich habe mir da, das habe ich auch gestern Abend so gesagt, ich habe mir eine totale Pippi-Langstrumpf-Mentalität schon seit vielen Jahren angeeignet. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Wird natürlich, und die Dame, mit der ich mich da gestern unterhalten hatte, die hat eine ähnliche Variante und sie fragte mich dann ganz erstaunt, wirst du darüber dann nicht angegriffen irgendwie, dass man dich deshalb verurteilt oder irgendwie beurteilt und das kannst du doch nicht machen, weil, du kannst doch die Augen nicht verschließen davor, vor gewissen Geschehnissen, die gerade in der Welt sind und. Natürlich werde ich dafür angegriffen. Schon lange zwar nicht mehr, aber wird mir jetzt mal gerade so bewusst, wo ich das erzähle, aber es kommt immer mal wieder vor, aber auch damit gehe ich nicht mehr wirklich in Resonanz. Denn schau mal, alle wollen wirklich den Weltfrieden. Wenn du eine Umfrage machst, was ist dein größter Wunsch? Alle wollen den Weltfrieden. Aber wo fängt denn der Weltfrieden an? Fängt der irgendwo da draußen in der Welt an? Oder fängt er eher bei dir, bei jedem einzelnen von uns an? Wohl bei jedem Einzelnen von uns, wenn wir ehrlich zu uns sind. Richtig? Denn schau mal, wenn jeder Einzelne von uns total im Frieden mit sich selbst ist, im Reinen mit sich selbst. Ups, ich muss mal hier eine andere Position einnehmen. Da schläft gerade der Arm ein.
jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, wie man das so schön sagt. Und jeder ist mit sich im Reinen, ist mit sich in der Liebe. Kann es da andere Personen und Menschen geben, die Menschen wiederum dazu anstiften, gewalttätig gegen jemand anderes zu sein? Ist das dann möglich? Kannst du dir das vorstellen, dass sowas dann möglich ist? Eher nicht, ne? Und so gesehen fängt der Weltfrieden bei jedem von uns selbst an, nicht da draußen in der Welt, sondern bei jedem von uns selbst. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre kehrt, in der eigenen Familie für Frieden und Liebe und lichtvolle Energien sorgt und über die Familie hinaus in den Freundeskreis geht und aufhört zu bewerten und zu beurteilen, auch andere Menschen und Situationen und Dinge zu bewerten und zu beurteilen. Und das weiter hinausträgt auf das ganze Dorf, in dem der oder diejenige wohnt, auf die ganze Gemeinde, auf die ganze Stadt, auf das ganze Land und über Länder hinaus und so auf die ganze Welt übertragen wird, dann haben wir Frieden, ganz automatisch. Dann haben wir Frieden. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt stell dir mal vor, jeder von uns würde sich so eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität aneignen und wirklich die Aufmerksamkeit darauf richten, auf die schönen Dinge, die es hier auf der Welt gibt. Wirklich jeder von uns würde die Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge richten, die es durchaus hier auf der Welt gibt. Ja, immer noch. Hätte dann eine dritte Instanz eine Chance, jemanden dazu anzustiften, gewalttätig gegen jemand anderen zu sein? Denn alles ist doch letzten Endes eine große Energie. Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn ich den wunderschönen Dingen dieser Welt und mir selbst und meinem inneren Frieden Aufmerksamkeit schenke, beziehungsweise du dir, dann bekommst du Energie und kannst wachsen und kannst das weiter raus in die Welt tragen und kannst so jeder für sich für den Weltfrieden beitragen. Und jetzt können wir auch gleich so den Schwenk zu dem Thema Seelenplan machen, denn du bist ja hier in der Gruppe, weil du auf der Suche bist nach deinem Seelenplan, weil es in deinem Leben Bereiche gibt, die nicht so sind, wie du sie gerne möchtest. Und jetzt stell dir mal vor, du lebst deinen Seelenplan. Du machst wirklich die Dinge nur, die dir am Herzen liegen. Und bist so automatisch ja ein Stück weit im Reinen mehr mit dir selbst, als das jetzt bislang der Fall ist. Und kannst das aussenden. Und jetzt stell dir mal vor, jeder auf dieser Welt würde wirklich die Dinge machen, die ihm am Herzen liegen. Wie schaut es dann aus mit dem Weltfrieden? Haben wir dann immer noch Krieg? Gibt es dann noch Bereiche, wo Menschen gegeneinander gewalttätig sind? Oder haben wir dann Frieden, weil jeder seinen Seelenberuf lebt? Und wäre das nicht wirklich das Ziel letzten Endes? Sein eigenes Ding zu machen, seinem Herzen zu lauschen und so mit sich im Reinen zu sein und so der Beitrag für den Weltfrieden zu sein. Indem jeder von uns seinen Seelenberuf entdeckt und das eigene Ding macht. Was hätten wir für ein schönes Miteinander? Wäre das nicht wünschenswert? Vielleicht magst du unter den Aspekten auch nochmal verstärkt drüber nachdenken, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben und dir so die Frage stellen und ins Brainstorming einfach dann auch aufschreiben, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, also deine Einzigartigkeit da einfach zu erkennen. Okay? Ganz liebe Grüße. Bis ganz bald. Tschüss.